Schwere Frage. Also ich finde das ganz toll vom Hotel Intercontinental, dass sie eben das zur Verfügung stellen, dass sie kochen und diese Idee gehabt haben für ältere Menschen, die vielleicht sehr einsam sind und das auch brauchen, das Essen gratis zur Verfügung zu stellen. Und das war für mich die Initialzündung, hier mitzutun, und habe einfach gefragt, ob es für sie okay wäre, wenn wir auch das Essen ausliefern. Und sie waren ganz begeistert und so ist das entstanden. Ja, das Projekt ist ein ehrenamtliches Projekt. Ich habe immer gesagt, wir können kochen, aber die Logistik dahinter muss natürlich auch organisiert werden. Das Ganze wurde ins Leben gerufen durch einen Zeitungsartikel, wo das Intercontinental gesagt hat, wir liefern. Und so haben sich dann viele automatisch gemeldet und haben gesagt, wir möchten mitmachen. Die ersten, die sich gemeldet haben, waren die Fiaker, die jetzt jeden Tag ebenfalls Essen ausliefern. Es haben sich viele Menschen einfach gemeldet, die gesagt haben, wir möchten helfen.